Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate, der Enhanced Edition. Ja, kleines Wort vorweg, die letzten, also die ersten 18 Folgen, ist euch wahrscheinlich aufgefallen, dass meine Stimme etwas leise ist. Ja, da ist mir leider zu spät aufgefallen, dass irgendeine Einstellung verkehrt war. Und deswegen meine Stimme leiser gemacht wurde. Das habe ich jetzt ab dieser Aufnahmesession korrigiert. Also ab jetzt sollte meine Stimme wieder normal zu verstehen sein. Gut, das ist das Erste. Das Zweite, ich habe schon das erste Feedback gekriegt, was das Rasten angeht. Ja, Rast komplett heilen machen wir aus. Einfach um den Flair wieder reinzukriegen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und das war falsch. Mit WASD können wir uns hier nicht bewegen. So, ich will eigentlich mit Kegane seine Quest machen. Weil wir haben ja hier viele Quests. Also Keganes Auftrag. Aber auf der anderen Seite haben wir ja auch noch gehört, dass im Osten von Berigost, ja, der Tempel liegt. Also wollen wir uns erstmal den ansehen. Ihr braucht nur zu fragen. Also gehen wir in den Tempel rein. Hier sind sie reden. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Die singen. Und hier ist der Priester, mit dem wir reden sollen, wegen Basilus. Ja. Willkommen! Der reisende Abenteurer wird nie an einem Hause Lothanders abgewiesen. Seid willkommen. Abenteurer auf Reisen sind im Hause Lothanders immer willkommen. Wir sind bemüht, all jenen beizustehen, die sich für das Wohl der Reiche einsetzen. Wenn ihr vom Kampf erschöpft seid, können wir euch eine Reihe nekromantischer Heilungen ganz nach eurem Bedürfnis anbieten. Außer einer kleinen Spende verlangen wir keine Bezahlung. Wie könnt ihr uns helfen? Ja, okay, der hat nichts Wichtiges. Gerade für uns nur Heiltränke. Worum geht es? Ihr braucht nur zu fragen. Ja, und hier ist eine riesige Latanta-Statue. Und ja, er hat uns noch, um jetzt mal wieder ein bisschen zu Rollenspielern, davor gewarnt, weiter in den Osten zu gehen. Weil es dort anscheinend Basilisken geben soll. Und dort eine verrückte Person gesichtet wurde. Oh, zwei Wölfe. So, mit zwei Wölfen sollten wir fertig werden. Ich bin der Erste in der Zeile. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. So. Nachdem wir das geschafft haben. Also wir vermuten mal, dass der Verrückte, von dem er uns erzählt hat, sogar der Verrückte ist, den wir für ihn suchen sollen. Also gehen wir einfach mal weiter und nachgucken. Das sollte hier sein. Wie ihr wünscht. Wartet. Ich wolle keinen Streit. Ich komme. Warte, ich nicht kämpfe. Korax heißt nicht Freund. Tut mir leid, Freund, aber du bist ein Ghoul und wir sind Abenteurer, also müssen wir dich umbringen. Wir halten uns nur an die Spielregeln. Du bist zwar kein Freund, aber da du ein sprechender Ghoul bist und wir sprechende Ghoul nur selten zu Gesicht bekommen, lassen wir dich leben. Und jetzt mach, dass du wegkommst. Du kannst unser Freund sein, aber hüte dich davor, unseren Zorn zu erregen. Ich will auch immer artig sein, versprochen. Ich werde euch immer helfen. Frank,
So, ein Gnoll. Und ja, den Ghoul lassen wir jetzt erstmal da stehen. Und ja, Kigane kann sich heilen, was praktisch ist, weil er 20 Konstitution hat. Heilt sich Kigane pro Runde um 1. Und ja, wahrscheinlich ist das hier unsere Verrückte, vor der wir gewarnt wurden. Halt, Reisende! Ich fordere euren besten Krieger zum Duell heraus. Ich kämpfe nicht gegen Frauen, nur Männer sollten nach vorne treten. Wir können uns unsere Zeit nicht für solche Dummheiten vergeuden. Sicher, wie sieht es mit den Regeln und der Entlohnung fürs Gewinnen aus? Wenn ich beginne, bekomme ich 20 Goldmünzen von euch. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass mir einer von euch überlegen ist, stelle ich mein Schwert in den Dienst eurer Sache. Hört sich gut an. Wenn der stärkste eure Gute mit dir vortreten würde, ich kämpfe nur gegen Männer. Die Frauen müssen sich also mit Zuschauern begnügen. Kommt nicht auf die Idee, irgendwelche Tricks anzuwenden. Wenn einer von euch in den Kampf eingreift, werde ich ihn auf der Stelle töten. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So. Shatil hat schon mal einstecken müssen von Kigane. Danke für die leichte Kohle. Wenn es blutet, kann ich es auch töten. Okay. Dann sollten wir laden. Wie kann ich helfen? Worum geht es, wie ihr wünscht? Feinde haben ihnen aufgelauert. Sie müssen sich verteidigen. Okay, nochmal laden. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Weil ich habe mir vorgenommen, Schaltil. Feinde haben ihnen aufgelauert. Sie müssen sich verteidigen. Wie kann ich helfen? Ich habe mir vorgenommen, Schaltil nochmal in unsere Truppe zu übernehmen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wartet! Ich wolle keinen Streit. Ich Korax. Ich freue. So, der Gnoll ist nicht mehr da. Aber Schaltil sollte noch da sein. Worum geht es diesmal? Oder Schartil? Jael Kales? Ja? Ich fordere euren besten Krieger zum Duell heraus. Männer sind so armselig. Ich kann es einfach nicht glauben. Ich bin unterlegen, noch dazu einem Mann. Ich muss mein Wort halten. Ich stelle mein Schild in den Dienst eurer Sache, so schwachsinnig die auch sein mag. Gut, ihr solltet besser euren Wert unter Beweis stellen. Selbstverständlich werde ich meinen Wert unter Beweis stellen. Das dürfte in so einer Gruppe nicht sonderlich schwer sein. Na, warum denn ich? So. Sie führt ein Dolch und ein Langschwert, ist aber, ja, auf Kampfstil mit zwei Waffen spezialisiert, also lassen wir sie gerade mal so. Das heißt, Kigane ist unser Tankiger. Während sie unsere Offensiv-Nahkämpferin ist. Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Wenn ich blute, kann ich es auch töten. Wie kann ich helfen? Gut, jetzt haben wir Schartier und sind damit vollständig in unserer Gruppe. Jetzt können wir erst einmal Kigates Aufgabe erfüllen. Ihr braucht nur zu fragen. Die Mitglieder dieser Karawane ereilten gewalttätiger Tod und auch wenn keine Hinweise darauf zu finden sind, davon angenommen werden, dass Räuber dafür verantwortlich sind. Ja, gucken wir mal, ob wir noch was Nützliches finden, was die Räuber übersehen haben.
Alles, was uns hilft, ist hilfreich. Und ja, jetzt sollten wir dieses Gebiet hier absuchen. Na, übrigens ist Chartil schon Stufe 2. Wenn Kegen nur 1 ist. Was bei ihrer Konstitution einiges zu heißen hat. Vizione hat dafür viel Geschicklichkeit. Sie hat viel Stärke, das heißt, sie wird erstmal vorwiegend unser Lastesel, bis wir die Ogerkrafthandschuhe haben. Wie wäre es damit, Dreckskerl? Ach ja, und sie ist halt chaotisch böse. Vielleicht werde ich sie irgendwann, wenn wir ein bisschen mehr Ruf haben, wieder rausschmeißen und den Ork-Paladin reinnehmen. Für den Anfang werde ich sie aber erstmal behalten. Und ja, sie hat eigentlich keine Angriffs- und Passivzauber. Mit ihren... Könnten wir sie noch zum Dieb machen? Ich möchte nicht. Nein. Nein. Abbrechen. Kann ich das noch irgendwie abbrechen? Jetzt legt sie den Helm ab. Ich wollte nur sehen, zu was ich sie machen kann. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Ich meine, es gibt einen Zurückbutton, der ausgegraut ist. Was bringt der, wenn man ihn nicht nutzen kann? Hier sind natürlich auch die beiden Kreischlinge nicht mehr da. Noch eine Karawane. Sieh mal einer an, was ich gefunden habe. Das ist die Leiche von Silberschilds Sohn. Jetzt sitze ich ganz schön in der Klemme. Durch seinen Tod bin ich von jetzt an ein vogelfreier Zwerg. Wenn ich richtig verstanden habe, seid ihr hinter diesen verfluchten Räubern her. Da mein Ruf jetzt sowieso verwirkt ist, könnt ihr euch ja bei eurer Rache gegen diesen Abschaum unterstützen. Ich will euch nicht mehr sehen, also macht, dass ihr wegkommt. Sicher, wir können eure Fähigkeiten gebrauchen. So, Tagebucheintrag. Inters Sohn abgeschlossen. Der Sohn von Inter Silberschild wurde getötet. Ja, und da können wir auch nicht viel gegen machen. Ein Bastardschwert. Oh. Also, Lastesel bist du erstmal. Schmuck kommt zu dir. Ein Xwart. Mehrere Xwarts. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Kurzschwert und Edelsteine, nehme ich immer. Gerade am Anfang brauchen wir halt Geld und die, wenn wir Pech haben, Waffen. Deswegen will ich ein bisschen was mitnehmen, was wir so finden. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern.